Willkommen zu einem neuen Video von Kita Kleistring. Ja, heute wollen wir euch noch mal ein paar Übungen zeigen, die ihr zu Hause machen könnt, alleine oder vielleicht auch mit euren Geschwistern zusammen oder mit Mama und Papa. Dazu braucht ihr am besten zwei Würfel aus irgendeinem Spiel, Mensch, ärgere dich nicht oder Co. Wir haben solche coolen Schaumstoffwürfel. Jede Übung beinhaltet zwei Würfel. Ja. Und die Anzahl der Augen ergibt dann die Wiederholung der Übungen. Der Übung. Okay, alles klar, fangen wir an. Unsere erste Übung ist der Hampelmann. Habt ihr bestimmt alle schon mal gemacht. Wir würfeln jetzt erstmal die Augenzahl, wie oft wir das machen müssen. Oh, eine 1 und eine 4. 4, dann 5. 5 Mal. Bereit? Okay. Okay, haben wir genug Abstand? Ich gehe lieber nach hinten. Alles klar. Auf 3, 1, 2, 3. Okay, das war's schon. Voll schnell. Jetzt seid ihr beide gefragt. Darf ich für euch würfeln? Ja. Als nächste Übung machen wir nämlich Sit-Ups. Wir machen erstmal alleine vor, kann sich ja neben mich stellen. Und. Okay. Nummer 1 wäre. Eine 2. Glück gehabt. Und eine 1. Oh, das schaffen wir, glaube ich, locker. Okay, dazu legt man sich auf den Boden. Man kann die Beine auch anwinkeln oder lang machen. Wir machen sie jetzt mal lang. Und man legt sich auf den Rücken dann. Und dann versucht man hochzukommen. 1. Nicht ganz runter. 2. Dann wieder hoch. Und 3. Das merkt man schön am Bauch schon. Kannst du noch? Ja. Okay, dann haben wir noch eine Übung, die man zusammen machen kann. Wir brauchen einen Würfel. Ich bin. Würfel. Das ist eine 1. Und eine 2. Wieder 3. Okay. Gut, dazu setzt man sich gegenüber und man zieht die Beine ein wenig an. So. Und man fängt ganz normal an. Man kommt hoch. Wir fangen nochmal von vorne an. Die Probe war weg. Okay. Und hoch. Und man klatscht mit seinem Gegenüber ab. Und wieder hoch und man nimmt die andere Hand. Zack. Und ein letztes Mal. 3. Alles klar. Nice. Sehr gut. Als nächstes haben wir die Kniebeugen, oder? Die Kniebeugen. Brauchen wieder beide Würfel. Cedric würfelt. So. Schon wieder die 1. Und? 2. Wir haben ja schon viel gemacht, Leute. Auf 3 oder was? 1, 2, 3. Bisschen weiter runter. Ja. Okay. Alles klar. Weiß. Jetzt. Was haben wir jetzt? Liegestütz, ne? Unsere nächste Übung macht Cedric vor. Liegestütz? Liegestütz. Okay. Du bist schon Profi. Warte, wir müssen noch würfeln. Oh. Eine. 2. Jetzt kommt wieder die 1. Eine 6. Ach, sind Liegestützen. 8 Stück. Okay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Und 8. Sehr, sehr gut. Cool. Für die, die das nicht so können, gibt es noch eine einfache Übung, und zwar stellt man sich dafür auf die Knie und macht die Liegestütze so. Das ist schon mal eine gute Übung, auch zum Anfang. Und es ist nicht gleich so schwer wie richtige Liegestütze. Jo. Alright. Schmeckt schon Muskeln. Dann haben wir die schwierige Stuhlübung, oder? Die ist nicht schwer. Genau. Jetzt als nächstes kommt. Also ihr braucht, wenn es geht, zwei Stühle aus der Küche oder aus eurem Kinderzimmer oder wo auch immer. Mamas oder Papas guten alten Besen. Genau. Einmal quer über die beiden Stühle legen. Genau. Dann einmal drunter legen bitte. Und wie geübt. Natürlich müssen wir auch würfeln dazu. Ja. Ja.
Ist nur eine 4 eine und? Vier und? Eine 2. Okay. Alles klar. Genau. Sich drunter. Und schön hoch. Genau. Und? Ja. 4. 5. Und ein 6. Sehr gut. Okay. Dann war das erstmal unsere letzte Übung. Wir sind gespannt, ob ihr das zu Hause alles nachmachen könnt und hinkriegt.